Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Valhalla. Das schaffe ich als erstes ab, wenn ich all der Mann. Naja. Feuer und Zauberei. Geister in der Luft. Gloucester Shear hat sich von Gottes Licht entfernt. Die Menschen brauchen Gründe zum Feiern. Vor allem vor Wintereinbruch. Ein Fest bringt Wärme und Freude. Das Licht Gottes schwindet in kalten Nächten. Ganz ehrlich, warum soll ich den beschützen? Die Winter sind hart für die Kinder. Sie herumtollen zu sehen. Macht einem das Herz leicht. Gibt es Priester in euren Landen? Ich habe wenige getroffen und noch weniger gemocht. Das Weltliche wurde hier nie hinterfragt. Ich allein stehe für die Neuordnung ein. Sie sind eine Herde, die eines Schäfers bedarf. Und wie wirst du diese großen Änderungen einleiten? Sie werden in die Kirchen strömen und wir werden dem Herrn für seine Gaben danken. Und nicht den falschen Götzen aus Holz und Lehm. Und doch beten wir vor dem Abbild eines anderen. Oder ist dieser kühne Helm dein Gott? Nein, so nennen wir ihn auch nicht. Er ist nur dem Ohr des Herrn näher. Dort auf der Weit unter Dornen verloren, liegt Künnechelm zum König erkoren. Ist es hier nicht wunderschön, Eivor? Ja. Siehst du, der Weg ist frei von Gefahr. Deine Begleitung ist nicht vonnöten. Du bist ein wärmerer Mensch als die Maske, die du trägst. Und du wirst mich nicht los. Ich werde mein Wort gegenüber Kennern halten und dich sicher zurückbringen. Okay, sprich mit Shooter. Sorry, ich hatte irgendwas gerade auf der rechten Maustaste, was ich jetzt haben wollte. Ich verstehe diese christlichen Gebete nicht. Ich danke Odin im Stehen. Warum sich die Knie schmutzig machen? Um uns vor Gott demütig zu zeigen. Zudem habe ich mir schon bei Schlimmerem die Knie schmutzig gemacht. Das klingt nach einer Geschichte, der ich gerne mein Ohr leihen würde. Bitte, Eivor, ich muss beten. Sollte ich zusehen oder mich wegdrehen? O Herr, schenke deinem unwürdigen Diener dein höchstes Gut, Geduld. Ich werde dein Gebet nicht unterbrechen müssen, um dich zu beschützen. Und doch kannst du es anscheinend nicht lassen. Was hast du denn bitte gesehen? Ein Hasen? Bring dich in Sicherheit! Wildschweine. Such dir ein Versteck! Wo kommen die her? Er lebt, das Schwein! So, Leder. Gib mir das Leder. Ja, ja, und du brauchst ja keinen Beschützer. Eivor, danke dafür, dass du mein Leben gerettet hast. Gut, dass ich hier war, um dich zu beschützen. Vielleicht hat Kennen das zweite Gesicht. Teufelsbrot. Gespaltene Hufe von Lucifer gesandt. Dieses Land muss zu Gottes Gnade zurückfinden. Wahrscheinlich ist der Schrein einfach in ihrem Revier. Herr, wir danken dir für deinen Schutz. Hier ist es nicht sicher. Gib mir einen Augenblick zum Beten, Eivor. Mehr verlange ich nicht. Wir sollten nach Gloucester zurückkehren. Außer du möchtest dem kleinen Märtyrer hier für das heutige Festmahl danken. Ich bin kein Kleinkind, das im Wald ständig bewacht werden muss. Geh ohne mich vor. Ich gab Kennern mein... Ja, ja, dein Wort. Und wenn ich ihn sehe, sage ich ihm, dass du mich vor den Hauern dieses Teufels bewahrt hast. Und Eivor? Ich schulde dir zumindest, dass wir anstoßen, wenn du magst. Du findest mich beim Fest. Okay. Wahrscheinlich stirbt Shooter und dann gibt's ein Problem. Hier bin ich. Also, welche Abenteuer hast du ohne mich erlebt? Ich habe Tudor zum Schrein eines christlichen Heiligen gebracht. Der Weg war nicht ganz friedlich. Ein paar Keiler machten ihre Aufwartung. Odd, but Pathna usually serve.
To Debrivo. Aber du hast ihm die Haut gerettet? Das hätte ich gern gesehen. Euch beide zusammen. Wie wurde Tudor Kennons Nachfolger? Er spricht mit dem Feuer seines Gottes, aber ich nehme ihm das nicht so recht ab. I watched the Eglwys father as Harden, Callon Tefter. He believes Mavenade Gwaith do. Wirklich traurig. Ich denke, der Junge kann noch geformt werden, Ava. Vielleicht bist du der Richtige dafür. Ich habe Durst. Dann probier den Apfelwein aus der letzten Ernte. Skål! Du hast mich zu einem Mummenspiel eingeladen. Was für ein Unfug ist das? Nigwiskalan will Sprudjan and Creatures of the Vale. The bag for treats. Die Bewohner von Gloucester halten ihre anderweltlichen Besucher für verfressen. Und wenn du wie einer aussiehst, hast du auch was davon. Einfach so? Das kenne ich sonst nur von Festmahlen. Dann machen wir ein Untier aus dir und lassen dich für Speis und Trank über die Hügel streifen. Das ist doch keine Verkleidung, nur ein Umhang und ein paar Knochen. Sieht aber Na, geil aus. Du verkörperst die Marilut perfekt. Dann ziehen wir mal los. Werde zu Marilut, dem Geist, der für Kuchen und Ale singt. Und du darfst den Umhang nicht ablegen, bis wir wieder gehen. Ich behalte ihn an, doch selbst mit deinem Messer an der... Gut. Klopf, klopf! Bitte, was willst du denn? Oh, Marilut, stimmt, stimmt. Wir haben dieses Jahr Kuchen statt Bier. Sauben Nacht und der Mond erwacht. Marilut spukt an der Tür. Süß will ich essen, bin wie besessen. Kam sogar her dafür. Hier, Süßes für Marilut. Du hast es dir verdient. Vergammelter Käse. Spielst du die Rolle eines trickreichen Gallen? Bist du bereit, mit mir zu reimen? Geradeaus vor meinem Haus sieht man den Schleier schon. Hoffentlich wird es. Ich gehe umher, klopf viel und sehr, will Kuchen und Bier zum Lohn. Sehr gut gereimt. Vergammelter Käse. Mist. Perle, die zu viel trinken, machen den Kleinen Angst. Sagen Sie eine Frau auf dem Kreuz. Ganz in Wald. Guten. Den Göttern sei Dank. Wir warten schon den ganzen Abend auf Kinder, damit wir die Sachen loswerden und wir feiern gehen können. Nimm etwas mehr. Sieh sich einer die Kuchen an. Honigsüß, Gunnar. Guck dir das an. Gunnar? Meine Kuchen. Zeig es mir. Gesagt? Ich sagte, nimm deine falschen Götter und verpiss dich in dein vollgeschissenes Erdloch. Erstmal raube ich dich aus dafür. Verräter! Du bist entweder furchtlos oder dumm, Junge, dass du so mit einem vom Raben-Clan sprichst. Passender Name für Plünderer. Flugratten, die nehmen, was ihnen nicht gehört. Ich pick dir die Augen aus und geb sie deinem Gott zu fressen. Gunnar, wir sind hier Gäste. Lass ihn gehen und wir ziehen weiter. Du willst dir heute unbedingt die Nase brechen. Da helfe ich gern. Christ im Tor. Was?
euch sollten wir lebendig verbrennen. Sicher, dass du nicht in Gloucester bleiben willst? Die wissen, wie man Spaß hat. Schlägereien gehören auf die andere Seite des Flusses. Hier sind Kinder. Du hast mir nichts zu sagen, Trude. Thomas Pfeilmacher, ich habe dich in diese Welt gebracht, dir das Geburtsblut deiner Mutter abgewischt. Hüte deine Zunge. Dann zeig mal das Bein her. Ist nichts Schlimmes. Vorsicht mit dem alten Mann. Seine vielen Winter zählen selbst schon als Wunden. Tilukis, Montron so Gumpas de Patsis Lan. Danke für deine Hilfe. Die Leute ertränken sich zu Sarwin in Ale. Aber ich fürchte um den zerbrechlichen Frieden, wenn Tudor Aldermann wird. Ist die in a fall. Regardless of Poisel Puar. Dieser Kerl nannte dich eine Drude. Ich führe jene, die in Gloucester den alten Bräuchen folgen. Aber meine Heilkunst biete ich auf beiden Seiten des Flusses an. Gwenet, Liebes, geh zurück zum Haus und bring mir die Knoblauchsalbe. Und die Würmer? Reinigen wir oder schneiden wir, Mutter? Ja, bring sicherheitshalber auch die Würmer. Nun geh, Kind. Ich verspreche, ich schneide es nicht ab, ehe du zurück bist. Ey, ihr, gebt mir Kraft. Schön, dass ihr meine tödliche Wunde alle so lustig findet. Geh, Eivor, vergnüg dich und versuch Tudor ein bisschen locker zu machen. Modron, du musst sein Bein nicht retten. Ich hätte da Verständnis. Das Bein wird schon wieder. Aber keine Arznei Englerlands vermag sein Gesabber aufzuhalten. Ich kann keine Wunder wirken. Oh Mann. Das ist nicht so weit weg, du. Naja. Kümmern wir uns erstmal um die Mission hier. Ich mit Tudor, Junge. Na dann. Okay, keine Ahnung, was da ist, aber egal. Entweder passiert jetzt was Gutes oder was Schlimmes. Und tendenziell was Schlimmes, habe ich so irgendwie im Gefühl. Weil wir Tudor zurückgelassen haben alleine. Weil er es so wollte. Na, er lebt noch, alles gut. Eivor, da bist du ja. Tudor? Sei gegrüßt. Der gute Gwillem hat meine Ehre in einem Trinkwettbewerb herausgefordert. Mach mit! Der Junge ist leichte Beute. Gib mir einen Becher. Dann her mit dem Ale. Für mich auch eins. Für einen Geschorenen des Christenherrn hast du viele Narben, Gwillem. Nicht jeder mit einer Tonsur ist ein Abteilämpchen. Ich fand zu Gott, nachdem meine Seele bereits von Sünden vernarrt war. Auf heilige Feuer und feuchte Augen. Im besten Rausch lässt man sich treiben. Auf Wogen der Weisheit. Skål! Okay, ich dachte, ich muss jetzt so ein... Ja, doch noch? Okay. Ich weiß gar nicht mehr, war das Mausklicken oder...
Alter, 6 Stück. Dann fängst du an. Scheiße. Ich häng ein Stück hinterher. Das gibt's doch nicht. Gut ist denn der andere? What the heck? Alter. Gut gemacht, Judah. Eine Wohltat für meine Seele. Hier, ich gebe noch einen aus. Auf neue und alte Verbündete. Von allen Aldermännern, die ich traf, scheinst du mir der Sorgloseste. Was ist dein Geheimnis? Es gibt keins. Es ist wohl bekannt. Die Last, die ich trage, wird bald die Welt mit mir verlassen. Trink also. Auf mein Was? Leben und meinen Tod. Tod? Ich werde als König der Ernte im Weidenmann geopfert. So wie Aldermann Simkin vor mir und alle vor ihm. Ein schrecklicher, barbarischer Brauch. Ein Brandopfer nach einem schlechten Jahr. Sie hoffen, satte Götter sind gnädiger. Trinken wir also auf Aldermann Kennern. Voll Freude und Großzügigkeit soll ihm jeder begegnen, bis ihn der Tod ereilt. Meine Freunde, ihr seid zu gütig. Ich will auf meinen Nachfolger trinken, Judah. Möge er die Hörner erhobenen Hauptes tragen. Ich wollte jetzt nichts gegen den Brauch sagen. Deswegen habe ich nicht die zweite Option genommen. Ja, wenn Tyota so schnell schon Aldermann wird, dann ist das echt katastrophal. Lasch! Was ist das? Wasser? Ich fühle mich wie Thor, der Meere leer säuft. Keine Wirkung auf Kopf oder Beine. Ihr habt den Mann gehört. Gebt ihm etwas Stärkeres. Dies wird schneller wirken als jedes Gebräu. Gut. Ich will Bilder aller Wesen sehen, die in diesen Hügeln hausen und morgen mit Kopfschmerzen dafür zahlen. Ach, das schmeckt schrecklich. Fühlt sich aber gut an. Eivor, sei ehrlich. Ohne Rücksicht auf mich. Ich war ein Arsch. Leugne es nicht. Und das... Das tut mir leid. Wie der Arsch eines riesigen Pferdes. Sanfte Worte von einem herzlosen Heiden. Nur unter schlechten Freunden brenne ich ungezähmt. Ich kann auch so nett wie eine Frühlingsbrise sein. Und wie nett wäre das? Tudor, unsere Stämme verbinden sich durch die Hochzeit von Gunnar und Brigid. Aber wir könnten uns auch durch einen Schwur binden. Oh ja. Mein erstes Bündnis als Aldermann. Also ein Herz vergebe ich dann nicht an Männer. Warum kommen eigentlich immer nur Männer dran? Keine Frauen für Eivor. Wie beginnen wir? Ja, der beste. Der beste Vertrag und das beste Bündnis. Auf den Vertrag. Auf den Vertrag. Den besten. Leute schlafen. Mehr Ale, um unsere Freundschaft zu besiegeln? Hier lang. Pass auf die schwarze Sau auf. Sau? Ein Schwein? Ein brennendes Boah. Schwein, das dich nachts nach Hause jagt. Albernheiten, um Kindern Angst zu machen.
Für dich ist Zauberei nur Stoff für Kinderträume. Vielleicht urteile ich zu viel über Wahrheiten, die ich nur halb glaube. Manchmal geht meine Zunge mit mir durch. Ich muss pissen. Ah, große Schwärze jagt Sterne über den Himmel. Ein Gewirbel aus Farbe und Licht. Boah, Alter, da wird ein Zug. Wir sind da. Schwindlig beim Zugucken, hier. Ey. Genau hier rein. Tudor! Tudor! Finde Tudor. Tudor? Wo bist du? Ich hab ihn wieder gefunden. Oh mein Gott, was stellen die bitte an? Den hat's endlich auch rausgenockt. Hilfsstreiche, was ist gestern Nacht passiert? Oh, und die Wirkung des Gebräus hält noch an. Tudor, bist du hier? Tudors Leibwächter hat einem Messer getötet. Okay, 2 Fertigkeitenpunkte. Cool, okay. Ja, haben wir eigentlich nur noch die Sachen hier, ne? Raubtier-Kombo würde ich mal als nächstes sagen. Ah, hier, 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 hier und da. Geht am schnellsten, oder? Oder 1, 2, 3, 4, nö, so. 1, 2, 3, 4, 5, ja, oh ne, von hier oben geht's schneller. 1, 2, 3, 4, hier. Perfekt. Zack. Okay. Aber ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Ansonsten gerne auch abonnieren, um meinen Kanal zu supporten, um mich zu supporten. Und natürlich die Glocke für euch, damit ihr demnächst nichts mehr verpasst. Bis dann, haut da rein.